Maria Gutenberger, 18 Jahre. Elisabetha Gutenberger, 12 Jahre. Aus Schramberg, Heiligenbronn, Josef Reinhardt, 15 Jahre. Liebe Schwestern, liebe Brüder, man kann das Grauen nicht mit Gott begreifen, aber man kann es auch nicht ohne Gott begreifen. Das sagt der Schriftsteller Elie Wiesel, der die Gräuel im Konzentrationslager Auschwitz selbst erleben musste. Wir sind heute in dieser Stunde zusammengekommen, um in ökumenischer Geschwisterlichkeit an die Menschen zu erinnern, die ab März 1943 auf Befehl Heinrich Himmlers vom Stuttgarter Nordbahnhof in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurden. Mit schmerzlich geöffneten Augen, so eine Formulierung von Johann Baptist Witz, schauen wir auf die 261 Sinti und Roma, an die 139 Kinder und Jugendlichen unter ihnen, für die dort ein grausamer Leidensweg begann. Für fast alle stand am Ende der gewaltsame Tod. Die Zahlen werden noch gewaltiger, wenn wir den Horizont weiten. Aus dem heutigen Baden-Württemberg waren es insgesamt fast 500 Sinti und Roma, die in Auschwitz-Birkenau getötet wurden. Ihnen gedenken wir heute am 80. Jahrestag des 15. März 1943, dem Tag, an dem die Deportation am Stuttgarter Nordbahnhof ihren Anfang nahm. Und wir sind in unserem Innersten zutiefst erschüttert, dass wir heute wieder von zahllosen, unmenschlichen Grausamkeiten erfahren müssen. Steckt im Menschen eine Niedertracht, die durch Religion, Kultur, Aufklärung, Anstand und Sitte nur oberflächlich übertüncht ist und, wenn geschickt geweckt, immer wieder ausbricht? Schreit zu mir vom Erdboden.
Heute Abend, so vor 80 Jahren, verließ ein Güterzug Stuttgart. Sein Ziel Auschwitz-Birkenau. Aus diesem Transport schickte Anton Gutenberger an seine zurückgebliebenen Töchter eine Postkarte. Liebe Johanna und Caroline, wir sind jetzt gerade in Schweinfurt und fahren über Hof und Halle nach Oberschlesien. Es sind von Stuttgart 1100 Kilometer, gleich 22 Stunden, ein weiter Weg. Wir kämen am Donnerstag daran. Es sind viele, die dabei auch Gastgeber Lee mit seinen Kindern ist da und die Walter mit ihren Eltern. Wir haben wohl viel Trübsal vor uns und sollen in ein großes Konzentrationslager kommen. Aber ob es bestimmt ist, weiß ich ja auch nicht. Wir wollen unserem Heiland in allem vertrauen. Viel zu lange haben Christinnen und Christen geschwiegen zu dem, was Sinti und Roma angetan wurde. Erst spät, zu spät, hat die evangelische Kirche in Deutschland das Schweigen gebrochen. Am 29. Januar in diesem Jahr, 2023, nach 80 Jahren, hat der Rat der EKD erklärt, die Abwertung und Ausgrenzung von Angehörigen der Sinti und Roma hat eine Geschichte, die sehr lange zurückreicht. Und nicht nur zur Zeit des Nationalsozialismus und des Völkermordes an Sinti und Roma war die evangelische Kirche daran beteiligt, Menschen zu verraten und der Verfolgung und Vernichtung auszuliefern. Bis heute sehen sich Sinti und Roma mit massivsten Vorurteilen konfrontiert. Ja, sie erfahren strukturelle Diskriminierung. Für diejenigen unter uns, die immer noch oder wieder zur Zielscheibe von Hass, Ablehnung und Diskriminierung werden, wegen ihrer Religion und Kultur, wegen ihrer Hautfarbe und Herkunft. Für alle zünden wir ein Hoffnungslicht an und bitten. Sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Heute, 80 Jahre nach der Deportation der Sinti und Roma aus Baden-Württemberg, rückt uns die Vergangenheit
in die Gegenwart, drückt uns nahe. Und das bedeutet für mich, dass wir mit geschärftem Blick in unserer Gegenwart unterwegs sind, dass wir alles dafür tun, dass Menschen in unserer Gesellschaft nicht ausgegrenzt werden, dass wir alles dafür tun, dass antiziganistische Klischees keine Chance haben, sondern dass wir den Menschen sehen, die Menschen, die mit uns hier das Leben teilen, dass wir sensibel dafür sind, wo wir auch als Kirchen ausgrenzend wirken und uns dafür einsetzen, dass solche Ausgrenzung überwunden wird. Das, was hier passiert ist, war ein Zivilisationsbruch in Stuttgart. Er fand ebenfalls hier in Stuttgart statt. Und das Verbrechen geschah vor aller Augen. Im Schreien und Weinen der Menschen hier am inneren Nordbahnhof, heute vor 80 Jahren, zerbrach eine Welt. Wir waren unter den Ersten, die dort ankamen, erinnert sich später Hildegard Franz, die von hier deportiert wurde. Für den ersten Teil der Reise von Ravensburg nach Stuttgart gab es noch einen Reisezug. Die Polizei hatte zuerst die Menschen abgeholt, die weit entfernt waren. Brachten viele Menschen von überall her. Es waren Hunderte von Menschen. Die Polizei und die Kripo sind mit schussbereiten Gewehren auf- und abmarschiert. Es kann sich niemand vorstellen, was sich dort abspielte. Noch am gleichen Tag ging unser Transport von Stuttgart nach Auschwitz. Jetzt aber in Viehwaggons. Also mein Vater war ja damals als Jugendlicher weggekommen mit seinen Geschwistern, Schwestern, Brüdern, seinen Neffen und Nichten. Und seine Mutter war dabei. Und davon hat eben der Großteil nicht überlebt. Die zwei Brüder von ihm, die waren in der Wehrmacht damals bis 1939. Und die sind dann vom Militär sozusagen von der Wehrmacht direkt nach Auschwitz gekommen, degradiert worden und nach Auschwitz gekommen. Ja, es ist natürlich Erinnerung, es ist Schmerz und man fragt sich, was wäre, wenn die Situation anders gewesen wäre, wenn sie nicht deportiert worden wäre. Wie hätte mein Leben ausgesehen? Wie hätte das meiner Kinder ausgesehen?